Na, holt er noch einen Batzen raus? Natürlich. Wäre auch zu einfach, wenn es nicht so wäre. Und diesmal nichts. Juhu! So, und wir schicken den nächsten los. Lass ihm schön permanent das Gold klauen. Damit das bloß nicht irgendwie weiterverarbeiten kann. Soweit die Theorie. Mal schauen, was die Realität davon hält. Was mich daran erinnert, wir sollten auch mal gucken, dass wir eine Goldschmelze bauen. Ich mache jetzt einfach mal nach da unten. Und dann werden wir wahrscheinlich irgendwo alsbald hier unser Goldlager machen. Ach, der Reisbau ist auch schon fertig. Dann sollten wir auch mal schauen, dass wir eine Destille bauen. Allerdings speichern wir erstmal. In dem Berg da unten ist ja mal gar nichts los. So, immer schön weiter mopsen. So, der Fischer ist auch bald fertig. Sehr schön. Dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt erstmal ein paar Pioniere dazu. Und nehmen mal... Vielleicht müssen wir hier nach Norden ein bisschen expandieren. Ich mache mal kurz drei, die hier die Lücken schließen, dass auch der Fischer wirklich da an den Fisch rankommt. So, wollen wir dem schön permanent das Gold wegnehmen. Mich beruhigt es sehr, dass noch keiner seiner Larrys irgendwie Gold weggetragen hat. Das bestätigt ein bisschen die Theorie, dass er unten vielleicht noch nicht mit der Goldschmelze fertig ist. Aber er muss ja auch nichts heißen. Er hat da zwei Goldminen direkt neben, ne? Die werden erstmal von da alles holen und vielleicht reicht das ja auch. Heißt, es kann sein, dass er schon längst fertig ist. Aber einfach logistisch das Gold von da oben noch nicht braucht. Wir schicken mal zwei Diebe darunter, die sich ein bisschen umsehen. So, wie viel Gold habe ich ihm denn jetzt schon gemopst? 27, nicht schlecht. Behaupte ich jetzt mal, dass es nicht schlecht ist, also ich find's gut. So, liebe Geologin, da dort unten offensichtlich nichts ist, schaut doch mal bitte, ob wir hier in dem Berg vielleicht noch ein bisschen was finden. Das fände ich sehr tröstlich. Hier hat er Kohle, das ist schon mal sehr interessant. Wird aber auch noch nicht abtransportiert. Gut, wie gesagt, da unten hat er auch noch Kohle. Ich würde mir sehr wünschen, dass einer der Spione durchkommt. Der hat doch seine Farm hier am Anschlag. Das heißt, der wird sein Fleisch nicht los. Okay, jetzt brauchst du erst eine Schlachterei. Okay. Nee, hier ist zu viel los. Der hat kein
Brettproblem, Steinproblem oder sonstiges, wie ich ein bisschen gehofft hatte. Heißt, wir müssen uns so oder so beeilen. So, dann macht immer diese Lücke zu. So, ihr holt auch nochmal was mit eurem 5-Finger-Rabatt. Oh, ihr seid gleich da. Das ist sehr schön. Ja, er bringt vermutlich zu Goldschmelze hier hinten. Ja, der wird jetzt Gold holen und dann... Der ist leider schon aktiv. Oh yes. Er ist leider sehr aktiv. Das Problem ist, ich habe überhaupt noch keine schlagkräftige Truppe hier. Werde ich auch noch eine ganze Zeit nicht haben. Ich befürchte, ich werde viele Fähren brauchen, um dann hier unten hinzufahren und versuchen, ihm irgendwie hier was abzuluxen. Ich wüsste nicht, wie ich es anders machen sollte, aber... Es wird auf jeden Fall ein Himmelfahrtskommando. Da habe ich ja eigentlich weder den Truppenskill noch die Truppenstärke für. Also mit Stärke meine ich natürlich die bloße Anzahl an Soldaten. So, ihr holt wieder eine Runde. Ich weiß jetzt nicht, was mehr Sinn macht, zu versuchen, untenrum anzugreifen, aber der hat hier sehr viel dicke Soldaten, die uns aller Wahrscheinlichkeit nach ziemlich rasieren werden. Oder ob es mehr Sinn macht, ihn von hier oben anzugreifen, um sein Heer auszudünnen. Und uns dann nach unten durchprügeln. Ich glaube, das macht mehr Sinn, weil das von der Logistik her auch einfacher ist. Aber ich bin mir echt nicht sicher gerade. So, dann gucken wir mal da oben. Vielleicht finden wir da ja etwas mehr Kohle. Und du schließt dich mal an. Da ist scheinbar eh nichts zu holen. So, die nächste Getreidefarm ist gleich fertig. Wunderbar. Schlachterei steht auch schon. Schweinefarm auch. Eine Jenje fehlt. Oh nein, da mache ich mich zum Jenjen, Mann. Das Problem ist, wir müssen sehr bald etwas tun, weil er da unten sehr schnell an sehr viel Gold kommen wird. Ich befürchte fast, ich werde nicht die Zeit haben, mich hier durchzuprügeln. Es sei denn, ich versuche jetzt hier eine Abkürzung zu gehen, weil hier relativ wenig Türme sind. Das könnte klappen, aber nagelt mich nicht drauf fest. So oder so, ich werde Autorekrutierung wohl bald anschmeißen, auch wenn ich jetzt noch keine Stufe 3 Truppen habe. Aber ich muss einfach bald loslegen, das wird sonst nichts. Apropos wird nichts mit den Baustellen für unsere Waffenschmieden, wird es scheinbar auch nichts, weil wir immer noch nicht mit der Holzproduktion hinterherkommen. Findest keine Steine mehr? War es das schon mit dir? Ja, Mensch. Das war ja nicht so ergiebig, aber egal.
Oh, sehr gut. Jetzt haben wir hier gleich drei Bretter. Das heißt, wir haben bald einen weiteren Holzfäller. Dürfte unsere Holzproduktion bzw. Bretterproduktion mit Sicherheit gut tun. Also sobald er drei Lager voll hat, war es das. Also nicht mehr, ich glaube, der braucht nicht mehr ganz drei Lager voll. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich das jetzt noch irgendwie verhindern soll in dem Tempo. Also wenn ich bei dieser Mission versagen sollte, dann werde ich womöglich sagen, ich gebe der Mission keine Zeit und versuche und überspringe die. Das weiß ich noch nicht. Weil, puh. Ich hasse sowas mit Zeitdruck einfach. Hasse ich wie die Pest. Also jetzt nicht nur bei Siedler, sondern grundsätzlich Missionen mit Zeitdruck. Mag ich einfach nicht. Könnten natürlich jetzt versuchen, weil wir ja so relativ gut durchgekommen sind, einfach mal hier oben die Goldbarren hinzuschleppen. Eine weitere Spitzhacke fehlt. Kommt. Da würde ich nämlich die Larrys hier ebenfalls hier hinschicken. Brauchen wir aber erstmal ein Lager, wo wir das Gold entsprechend parken können. Dann lassen wir ihn einfach Gold schmieden für uns. Aber das ist halt ein sehr langer Weg, deswegen habe ich keine Ahnung, ob die das so aufrechterhalten können. Weil sobald die einem Soldaten über den Weg laufen, war es das wieder. Aber ich glaube, das ist jetzt so das, wie ich es am effektivsten rauszögern kann. Natürlich brauche ich dann nochmal ein paar mehr Diebe. So, einmal ablegen. Dankeschön. Dann begibt euch mal bitte hier hin. So, warte mal. Fisch kriegen erstmal die Eisenerzminen, weil wir da noch nicht die Fleischproduktion richtig am Laufen haben, dass unser Larry hier unten auch ein bisschen versorgt wird. Mit ganz viel Glück könnte das hier was werden mit der Route. Mit ganz viel Glück. Drückt uns die Daumen, dass das funktioniert. Ich werde wahrscheinlich auch noch mehr Diebe als die hier brauchen. Nur dafür bräuchte ich vielleicht erstmal ein Wohnhaus. Ein weiteres. So, einfach mal direkt hin und alles klauen, was geht. Es wäre so geil, wenn das klappt. Also dann würde ich echt ein paar Luftsprünge machen. Vor allem, wenn es regelmäßig klappt, natürlich. So, die erste Waffenschmiede steht, die zweite braucht noch ein paar Bretter. Ich hoffe sehr, dass das Ganze klappt. Und vor allem, dass wir damit auch schnell genug das Gold von ihm wegkriegen. Wir machen noch eine Route auf. Weil wir müssen gucken, dass wir echt da wahnsinnig schnell Gas geben.
Mhm.